Es ist sehr wichtig, Konzerte zu geben und sehr wichtig, sich zu besinnen, zurück zur klassischen Musik, denn die klassische Musik an sich ist die Botschaft des Universums, die heilt unsere Seelen und unsere Herzen und bringt uns immer wieder in schöne, reine Stimmung, zurück zu unseren reinen Seelen. Ich denke, dass das irgendwo auch eine richtige Befreiung ist, draußen zu spielen. Das lernt jetzt der Mensch eigentlich mehr kennen und er freut sich, glaube ich, sehr daran. Es hat auch was Gutes. Es ist nicht nur immer irgendetwas, was schlimm ist, dass Menschen sich eingesperrt fühlen, dass sie den Abstand wahren müssen. So ist das jetzt im Freien. Wir haben unseren Abstand, wir haben frische Luft um uns herum und wir sind eigentlich alle glücklich heute Abend. Wir haben uns hier zufällig getroffen mit der Tatjana und dann haben wir beide beschlossen, dass in dieser doch etwas seltsamen Zeit es schön wäre, wieder was Nettes, Schönes, Kulturelles zu organisieren. Und die Tatjana hatte ja die Bereitschaft, für uns zu spielen. Und ich habe einfach ein paar Nachbarn angesprochen und so eine kleine Einladung entworfen. Und so kam das ganz schnell zustande. Innerhalb von einer Woche hatten wir dann das auf die Beine gestellt, oder? So. Also wie gesagt, Rachmaninoff war viel unterwegs in Europa und hat natürlich viele Jahrmärkte besichtigt und auch Weihnachtsmärkte. Genau. Und dann war er besonders von einer Puppe fasziniert. Die hat einen französischen Ursprung, aber diese Puppe hat jede Nation, die gibt es auch in Russland, in Deutschland, in Italien. Also ich zeige Ihnen die französische Version. Das ist die Poli Chanel. In Deutschland gibt es Kasperle, in Russland Petruschka, in Italien Pulcinella. Und früher gab es Puppenspiele auf den Weihnachtsmärkten, auf den Jahrmärkten. Und diese Gestalt wirkt nach außen sehr skurril und manchmal auch böse. Aber innen hat es ein sehr, sehr weiches Herz. Wer mag das halten? Ja, Moni! Genau. Ich spiele für Sie
Das letzte offizielle Stück in diesem Programm unter dem Titel Polygenel von Sergei Rachmaninow. Thank you.